Ganzes können. Oh, das war gefährlich, keine Frage. Abwehrversuch scheitert, Szene geht weiter. Kimmich. Ball fliegt hoch rein. Goretzka. Jetzt vielleicht. Den Ball hält er gut. Ecke kommt von Kimmich. Marco Verratti mit dem Ballverlust. Goretzka. Er kommt noch an den Ball. Kimmich führt aus. Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis. Leon Goretzka. Lewandowski, den muss er machen. Und er trifft. Das war nicht schwer für ihn, aber da musst du eben auch erstmal richtig stehen. Er ist heute richtig gut drauf. Das war für ihn Tor Nummer 2. Ein einseitiges Spiel heute. Schauen Sie sich diesen Spielstand an. Nein, wer soll diesen Pass kriegen? Weg ist der Ball. Jetzt könnte es gefährlich werden. Kein Grund zur Aufregung. Es ist abgepfiffen. Da stand er im Abseits, als das Zuspiel kam. Bernat. Ferrati. Mit viel Auge holen sie. 45 Minuten sind rum. Und die zweite Hälfte läuft und sie gehen mit einer beruhigenden Führung in die zweiten 45 Minuten. Abwehr hat aufgepasst. Gueye. Ballverlust PSG. Und jetzt Lewandowski. Den Schuss verzieht er. Keine Gefahr für das Tor. New und Thiago Silva. Super dazwischen gegangen. Kimmich. Thiago jetzt. Gueye geht dazwischen. Di Maria gefährlich. Den spielt er gut. Er probiert's, Di Maria. Er hält den Ball fest, das war wichtig. Pass auf den Flügel. Und das ist der Ballverlust. So passiv wie die Spieler auf dem Feld, so passiv sind die Anhänger außenrum. Komische Stimmung. Kennt man sonst von ihnen gar nicht. Sie wissen, so ist mein Eindruck im Moment nicht, wie sie auf diesen eindeutigen Spielverlauf reagieren sollen. In den freien Raum. Macht er ihn! Ja, er macht ihn! Und damit Dreierpack von Lewandowski. Den bekommen sie heute überhaupt nicht in den Griff. Der ist heute richtig gut drauf, Buschi. Eine überragende Leistung, schon sein dritter Treffer. Und diese Führung ist doch mehr als deutlich. Und Thiago. Und Di Maria. Der Pass von Icardi. Mbappé. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Vielleicht die Konterchance. Er spielt den Pass auf den Flügel. Und der Angriff ist wohl erstmal vorbei. Neymar, klasse gemacht. Mbappé. Ja, ja, ohne große Mühe den Ball abgefangen. Super Pass. Und jetzt Thiago. Thiago.
Guter Versuch, aber der Torwart kann parieren. Ja, viele sind bisher ja nicht gelungen, aber das macht er gut. Ecke kommt von Kimmich. Weiter diese Szene, immer noch Gefahr. Was macht er draus? Coman. Da geht er dazwischen. Und jetzt ein Schuss. Das ist natürlich kein Problem für Navas. Gnabry. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Einwurf für Paris Saint-Germain. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Neymar am Ball. Mbappé. Da kommt der Pass. Jetzt Neymar. Schöne Bewegung. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Und Thiago. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Kimmich. Goretzka. Unaufhaltsam. Wichtig, dass er da eingreift. Ja, sonst hätte es richtig gefährlich werden können. Er hechtet dahin, lässt nichts anbrennen. Ecke für die Bayern. Ecke wird kurz ausgeführt. Ball fliegt hoch ein. Und jetzt die Chance. Den Ball hat er nicht voll getroffen. Ja, und deshalb der Abschluss auch nicht platziert genug. Neymar. Ferrati. Mbappé. Ballverlust PSG. Lewandowski. Ballbesitz ist weg. Jetzt müssen sie dranbleiben. Den Ball holt er sich. Hat da genau gewusst, was er vorhat. Perisic. Sauberes Tackling von ihm. Oh, das könnte was werden. Ball kommt zu Neymar. Schlechtes Timing, abseits von Neymar. Es tut sich was an der Seitenlinie. Bayern bringt einen neuen Spieler. Richtig, Jerome Boateng geht raus. Gnabry. Kimmich. Die Bayern mit dem Ballverlust. PSG in der Offensive. Weg ist der Ball. Das Spiel ist durch. Da lege ich mich fest. Und sie gewinnen hier dann auch verdient. Sie waren einfach überlegen. Jetzt Neymar am Ball. Der Pass von Icardi. Um ein Haar wäre da an den Ball gekommen, aber der Keeper ist da. Das war eine ganz enge Szene. Tolisso. Neymar. Wir sehen das frühe Pressing. Jetzt Neymar am Ball. Die Nachspielzeit 2 Minuten. Viel Zeit ist das nicht mehr. Auch dieser Ball kommt an. Das macht er gut heute. Super Pass jetzt. Komm an. Der Vorstoß in die Mitte jetzt. Da haben sie den Ball. Gut gemacht. Und damit beendet der Schiedsrichter die Partie. Wie hast du Lewandowski heute gesehen in diesem Spiel? Hat für mich tatsächlich in diesem Spiel den Ausschlag gegeben, war der entscheidende Mann mit seinem Tor. Goretzka. Thiago mit der Chance.
Goretzka. Thiago mit der Chance. Tor für die Bayern. Ja, da hat er die Situation blitzschnell erkannt und gleich mal die ganze Ab. Anspiel auf Lewandowski jetzt. Goretzka. Thiago mit der Chance. Tor für die Bayern. Goretzka. Thiago mit der Chance. Tor für die Bayern. Goretzka. Thiago mit der Chance. Tor für die Bayern. Goretzka. Thiago mit der Chance. Tor für die Bayern. Anspiel auf Lewandowski jetzt. Jetzt gibt's hier vielleicht die Chance. Fünf Worte. Was für ein Tor, Buschi. Tja, Wolf, ein paar Worte mehr. Ein absolut perfekter Konter. Blitzschnell nach vorne und dann auch noch den Treffer gemacht. Ein Wort. Klasse!